Hallo, das ist das Halo Anniversary Let's Play. Das ist Folge 4. Und wir spielen weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach ein paar Überlebenden von der Pillar of Autumn. HDD Caching. Ja, das Ganze wird wegfallen, wenn ich das Spiel einfach installieren würde. Aber meine Festplatte ist komplett zugemüllt mit wirklich DLCs bis zum Umfallen. Und auch Xbox Live Card Games, auch um Gottes Willen. Ich glaube, was ich schon bei Microsoft gelassen habe an Geld, das ist nicht mehr feierlich. Deswegen geht es hier weiter. Bald. Gleich. Ja. Immer noch eine eher kürzere Folge. Ja, ja. Wir sind immer noch nicht aus dieser Zeit draußen. Und ich prophezei jedes Mal, morgen wird es besser. Aber ja. Ich hoffe es einfach, dass ich morgen mal wieder richtig viel Zeit habe zum Aufzunehmen. Aber naja. Meine werte Frau ist momentan krank und somit bleibt auch der ganze Haushalt an mir alleine hängen. Ja. Viel zu tun, wenig Zeit. Da bin ich mal ganz froh, wenn ich so am Tag so zu einer Stunde Aufnahme komme. Weil 20 Minuten Let's Play brauchen etwa eine halbe Stunde Zeit. Ja. Weil 10 Minuten vor Nachbereitung kommt immer dazu. Da wollen wir auch Qualität bieten. Und dann muss der ganze Mist ja auch noch rendern. Ja. Schlimm, schlimm das ist. Resume Game. So. Gucken wir mal. Ich hoffe auch mal, dass sie das echt ändern. Bei Halo 4. Also dieses HDD-Caching da. Naja. Muss nicht unbedingt gerade sein. Ja, ich weiß nicht, ob das hier war oder im, Assassin's Creed Let's Play hatte ich angekündigt, dass ich auch noch XCOM irgendwann Let's Playen werde, aber dazu spiele ich es erstmal selbst durch. Das kann noch ein wenig dauern, bis ich damit fertig bin. Nice work! So, dahin. Nice work! Yay! Coole Sache. Jetzt hätte ich die beinahe wieder umgebracht. Ach, es ist doch echt schlimm. Irgendwo hier müssten jetzt noch Verbündete sein. Da unten, das sieht doch ganz gut aus. So. Fahren wir hier mal einmal so außen rum. Zielen wie die letzten Deppen. Ja, dann räumt ihr auch ordentlich auf, Freunde der Nacht. So, nimm doch lieber mal den Elite. Der Elite ist prinzipiell wichtiger als dieses Kleingegrösel da. Ja, trifft doch auch. Da trifft ja meine Oma, die noch nie einen Shooter gespielt hat, besser. Yeah, hombre. Übrigens, gestern Form hat sich einer beschwert, dass Halo so Mickey-Maus-Shooter wäre. Wegen den Crunts, die so komisch klingen. Fand ich auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Checkpoint done. Übrigens ist mir nicht ganz klar, ob man die wirklich alle befreien muss. Oder ob man einfach so zum Levelausgang gehen kann. Okay. Kommt ein Dropship. I'll call in a dropship to pick them up. Are you nuts? Ja, ich bin leicht verrückt. Wieso? Sieht man meiner Fahrweise das? Wollte ich nicht. So, ja, Gegner. So. Sterben tun die. Was? Your controller disconnected?
ist es soweit, dass er jetzt ständig ausgeht, weil mir Saft ausgeht. Ich denke mal austauschen nach der Folge. Hat wieder lang überlebt. So, kommt jetzt das Dropship? So. Kriege ich angezeigt, wo das letzte ist? Wäre eigentlich ganz cool. So, also. Ist es irgendwie bei euch da oben? Auf dem Hügel weiter? Ich fahre mal wieder alle kaputt. Kriege ich hier irgendwas? Nee, sagt mir nix, wo die letzten sind. Na toll. Oh, hier hinten. Hier sind auf jeden Fall noch Gegner. Wo Gegner sind, sind meistens auch Verbündete in der Halo-Reihe. Okay. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. Ja, dann sag mir auch wohin. Du Depp. Ich würde ja gerne die letzten holen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich in die richtige Richtung fahre. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube prinzipiell, da kam ich her. Bin dann hier lang gefahren. Und dann hier hoch. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ne, da kam ich her. Muss er hinten lang, okay. Vielleicht hier hinten irgendwo in der Ecke dann. Da die Höhle rein. Das könnte vielleicht was Passendes sein. Ich weiß es nicht. Da ist die Anzeige ein bisschen schlecht drin. Nee. Auch eher falsch. Okay. Ah, da. Sehr schön, jetzt krieg ich's angezeigt. Gut. Nice work! Nice work! So, da hinten hoch. Okay. Was ich mich auch bei Halo immer gefragt habe, wofür braucht dieser Ring Vegetation? Hab ich mich immer gefragt. Es war mir nie so ganz zu erklären. Erstmal fahren wir offen rum und töten so viele Gegner, wie uns möglich sind. Ganz schön viele Grunts. Hier muss man aufpassen, wenn ich runterfällt. Ich glaube, da bin ich einmal eiskalt runtergefahren. So, das sieht doch eigentlich ganz gut hier aus. Ja, da schaffen wir dann auch meine persönliche Zeitvorgabe ganz gut. Will ja noch befreien. So. Gut. Also. Das fand ich auch mal ein cooles Feature, dass der Master Chief da so aus sich selbst raus ist und dann wieder rein. Fand ich immer richtig cool. Haben auch auf die Art und Weise nur recht wenig Spiele gemacht. Also ich erinnere mich da von der Art dann eigentlich
noch an... wie hieß das Spiel? Escape from Butcher Bay. Da hat man noch was raus und rein gehen. Na? Heute kam übrigens der neue Trailer zu Halo 4 auch raus. Von David Fincher. Großartiges Werk. So wie alles, was David Fincher so macht. Jo. Gut. Assemble for Evac. Wuhu! Wie sie sich freuen. Ja. So. Wir haben übrigens gerade auf unserer Facebook-Seite eine Umfrage laufen. Die müsste auch hervorgehoben sein. Ja, könnt ihr euch ja mal reinziehen. Da geht es darum, warum habt ihr uns geliked? Gibt es viele tolle Antwortmöglichkeiten. Könnt ihr ruhig ehrlich sein. Ja. Könnt auch in die Kommentare schreiben. Mir fehlt da die und die Antwort. Mir fehlt zum Beispiel, ihr seid dumm wie Scheiße. Oh, cool. He's being held on a Covenant cruiser, the Truth and Reconciliation, a ship I disabled before we abandoned the Autumn. The Truth and Reconciliation touched down on a plateau roughly 300 kilometers upspin. Okay, nur 3. Sag mal, wie kann da, wie landet das Ding? Nur 3 Kilometer von hier. Komm, bisschen joggen und dann sind wir da eigentlich auch schon da. Wuhu! Fuß gebrochen. Ich habe den früher immer für Keys gehalten. Mich gefragt, warum Keys auf einmal weg ist. So, Enter Pelikan. Checkpoint done. Gut, dann gucken wir doch mal. Gegner. Das ist irgendwie Verstärkung, die dann eintritt? Eintritt, ja. Achievement! Oder Chivo, wie der Pro sagt. Chivo. Aha. Das war Chivos abgegriffen. Na, hab ich. Das Halo Achievement. There's a gravity lift that ferries troops and supplies between the ship and the cruisers. That's our ticket in. Once we get inside the ship, I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Key's neural implants. Hit a Marine. Okay. Go, go, go! The Corps ain't paying us by the hour. Stick to the higher ground to the right. We should be able to recon the Covenant position without being spotted. I've detected Covenant stationary guns near the next pass. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for Marine support. Ja, es hat ja super mal wieder funktioniert. Ja, hat er drauf geschossen. Ja. Ich weiß, warum ich die Sniper-Dinger nicht mag. So. Wir hatten Nadine ist anscheinend langweilig. Zumindest hat sie gerade angerufen. I recommend using your sniper rifle to take out the gunners while I call for Marine support. Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief. Gut, diesmal habe ich ihn zumindest erwischt. Die, Bitch. Echt, die Sniper Rifles sind das Nutzloseste in der Halo-Serie überhaupt. Weil sie halt nicht gesilenced sind. Was bringt denn eine Sniper-Rifle, wenn sie nicht gesilenced ist? Da macht die doch nur Krach ohne Ende.
Es ist mir ein Rätsel. Ernsthaft. So. So, haben wir noch rechtzeitig gehandelt. Das ist nämlich jetzt meine Waffe, ne? Ihr Muschis. Oh, für den Satz werde ich auch wieder geflamed. Heißt er wieder, oh, hat der Schimpfwörter verwendet. Die Sau. Ich auch mal ganz lustig, wenn irgendwelche Leute sagen, du hast Schimpfwörter verwendet, du Arsch. Finde ich immer sehr, sehr lustig. CM. Guck mal, hier ist tot. Hier ist dead. Oh, ganz schön tief runter. Ja, gut, dann nochmal mache ich das jetzt nicht. Genau, passt auch von der kürzeren Folge. Dann beende ich hier und dann sehen wir uns ja, hoffentlich morgen wieder. Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.